Und dann tun wir jetzt dem armen Sony Dragon so ein bisschen weh, weil wir brauchen Levels. Jawohl. Oh, wir haben die Wyvern-Schlucht gefunden. Oh, nee. Die wollte ich ja eigentlich finden, aber irgendwie auch nicht. Hallo und willkommen zurück auf Jotunheim. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Letzte Folge haben wir ja so ein paar richtig coole Tiere gezähmt. Unter anderem einen Teresino, der da hinten auf uns wartet. Den müssen wir jetzt heute abholen. Vorher müssen wir die neue Höhle, die wir hier gefunden haben, erkunden. Ist ja ganz klar. Wir werden uns also mal ein bisschen aufmachen mit Layla und Fellnase. Und dann hier so ein bisschen reinkriechen. Ihr seht die Koordinaten oben links eingeblendet. Ich glaube, wir müssen zu Fuß gehen. Oh oh. Ohne Layla. Ich habe ein bisschen Angst. Ich fühle mich schon deutlich sicherer mit Layla dabei. Aber wir packen sie jetzt mal fix ein. Und dann gehen wir da zu Fuß rein in die Höhle. Eieiei. Wir haben zum Glück die Bossfight-Ausrüstung noch dabei. Das heißt, wir sind gewappnet. Was ist das denn für eine Höhle hier? Das ist ja komplett vereist alles. Okay. Ist das einfach so ein Durchgang irgendwo hin, oder? Was ist das? Da ist ein Mammut. Ein Eismammut. Und hier ist eine Ruine. Oh, mit Leuten, die es nicht geschafft haben. Ich glaube, das ist einfach nur so ein kleiner Schrein hier, ne? Da kommen wir auch nicht durch. Hier ist so eine unsichtbare Wand. Obwohl es aussieht, als käme man dahinter vielleicht. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Okay. Ein großes Mammut, ein Chalico und ein Säbelzahn. Sehr cool. Na gut. Spannende kleine Höhle, gibt aber leider nichts zu holen. Vielleicht spawnt hier natürlich irgendwann ein Artefakt, wenn wir lang genug warten oder so. Oder ein Drop, ich weiß es nicht. Aber das sah jetzt erstmal nicht so aus, als gäbe es da was zu holen. Das heißt, wir verdrücken uns wieder und holen als erstes mal unseren Teresino. Der wartet nämlich schon ewig auf uns. So, wir sind im Endanflug. Bäm, da sind wir. Super gut. Dann packen wir den Teresino mal ein. Oh, der braucht noch einen Namen, ne? Du hast noch keinen Namen. Können wir dich wieder so ein bisschen deaktivieren hier in dem Menü, dass du nicht mehr so rumleuchtest? So, untrack all. Hey, untrack. Das Menü hat noch nie wirklich funktioniert, aber ist auf jeden Fall ganz praktisch. So, du wirst eingesagt und du kriegst natürlich vorher noch einen Namen. Du heißt von heute an, Flinkfinger heißt der andere, ne? Dann heißt du jetzt Langfinger. Und dann brauchen wir noch ein gutes Weibchen. Da werden wir die Augen offen halten, weil das hier ist Teresinoland. Hier wimmelt's vor Teresinos. Da finden wir auf jeden Fall noch einen guten. Oh, du hast uns sogar noch Möhrchen übrig gelassen. Das ist ja echt zuvorkommend von dir. Aber bevor wir den nächsten zähmen, holen wir uns einen Kibbel, oder? Das dauert ja ewig. Außerdem haben wir nicht mehr genug Möhrchen. Wir haben nur noch 29. Obwohl, der hat... Wie viel hat er gefressen? Wir hatten über 40, ne? Ich glaube, der hat so 15 oder so gegessen. Gut. Hier ist das Terminal für den Fjordur Endboss. Wir suchen aber das Terminal für den Jotunheim. Spezifischen Miniboss. Das haben wir noch nicht gefunden. Und wir suchen natürlich auch nach Fenrir. Da haben wir auch noch keine gefunden. Wieso ist denn jetzt der Fjordhorken, wird mir angezeigt. Ich habe ihn doch gerade angetrackt. Das ist echt nicht so der Burner. Okay. Also man braucht nur einen Button. Der Untracken-Button, der funktioniert auch, um Tiere zu tracken. Gut. Hier gab es ja auch einen 145er Teri und einen 140er Teri, ne? Da müssen wir mal schauen, ob einer von denen vielleicht ein gutes Weibchen war. Und dann könnten wir den doch noch mitnehmen. Also wir hätten dann doch irgendwie auch Verwendung für den sozusagen. 145 Weibchen. Ultra mieser Milli-Damage. Und miese Health eigentlich auch, ne? 24. Was haben denn unsere Hitpoints? Sieht man so nicht, ne? Das ist doof. Okay.
Aber die Statistiken sind halt echt nicht umwerfend. Ich weiß nicht. Wollen wir uns das antun? Ich glaube, wir gucken nochmal weiter. Aber letztendlich, wenn das Männchen gute Statistiken hat, das Einzige, was uns dann noch weiterhelfen könnte, wäre jetzt ein 150er Weibchen, was dann wirklich gut ist. Ansonsten müssen wir sowieso immer die Stats vom Männchen reinzüchten. Ja, dann ist es eigentlich egal. Dann können wir auch mit einem Level 20er Weibchen züchten. Gut, ganz so krass nicht, aber... wir gucken nochmal so ein bisschen. Wir können es denen ja mal vormerken. Und dann schauen wir jetzt mal, dass wir endlich diese Höhle finden. Kannst du auch fliegen? Ja? Ein bisschen? Ich habe das noch nicht raus. Das ist nicht so einfach. Hier sind riesige Schluchten. Oh, da ist eine Mantis. Im Ernst? Wie kann die denn hier überleben? Das ist doch viel zu kalt. Wie kommt denn die Mantis hierher? Okay. Das sind sogar zwei. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die haben sich wohl verlaufen. Wir gucken mal hier hoch. Von hier oben sind wir, glaube ich, irgendwo gekommen. Hier ist irgendwo der Nordspawn, ne? Da unten war wieder ein Teresino. Megatherium ist das. Alles voller Bäumen hier. Die Map ist halt auch echt schön. Da ist ein Teresino. Man sieht halt nicht viel, aber... super schön waldig. Und es gibt ja genug Tiere. Man sieht auch so ein paar, trotz den vielen Bäumen. Da ist so ein Fels-Durchgang. Auch sehr cool. Okay. Kommen wir da rauf? Ja, wir können ja auch kopfüber klettern. Alles kein Ding. No problemo. Wir suchen nach Fenrir und nach dem Boss. Schrein. Wir gucken mal da hinten die Felswand entlang. Es gibt hier ziemlich viele Höhlen. Vielleicht versteckt sich hier ja irgendwo eine. Segeln wir mal ein Stück. So. Ah, zu viele Bäume. Nicht so einfach hier. Yeah. Also hier ist ein riesiges bewaldetes Tal. Da segeln wir jetzt mal drüber. Und es gibt hier ja auch noch die Wyvern-Schlucht, ne? Die ist, glaube ich, da drüben auf der anderen Seite. Dieser Riesenknochen. Wir gleiten jetzt mal ganz entspannt hier rüber. Gucken wir uns das mal so ein bisschen an. Die Map ist hier eigentlich nicht so groß, ne? Die ist halt relativ verwirrend, ehrlich gesagt. Hier in der Ecke waren wir doch schon. Da haben wir doch den Archie gezähmt, oder nicht? Sind wir jetzt einmal komplett außen rum? Ich denke. Sieht so aus. Wo war denn die Wyvern-Schlucht eigentlich? Die muss es doch auch noch geben. 90er Terry. Jetzt sind wir abgestürzt. Ich kann nicht nach unten gucken, ohne abzustürzen. Das ist ein Fickus. Lass mich raus. Wir sind gefangen. Okay. Also da hat sich, glaube ich, seit der Modded Map auch so ein bisschen was getan, oder? Es gibt so einiges, was ich nicht wiedererkenne. Und die Schlucht habe ich auch noch nicht gefunden. Wir müssen mal schauen, dass wir die Wyvern-Schlucht wieder lokalisieren. Ich dachte, die wäre hier irgendwo in der Gegend gewesen. So, hier ist noch ein richtig schöner kleiner Lachsteich. Auch sehr entspannt hier. Ein bisschen angeln und so. Ist halt ein bisschen kühl, ne? Aber hier hinter ist schon wieder ein Höhleneingang. Das heißt, wir lassen mal Layla da sitzen und schleichen uns hier rein, gucken uns da so ein bisschen um. Ich mach schon mal Licht an. Ungefähr so. Und dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Da wären wir mit Layla oben nicht durchgekommen, aber hier unten könnte sie uns eigentlich helfen, ne? Theoretisch. Wir gucken jetzt mal, wie weit wir ohne sie kommen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ist ja nicht viel los hier, ne? Momentan. Es gewittert. In der Höhle. Huh, nu, nu, nu. Aua. Ich bin abgerutscht. Okay. Da kommen wir aber nicht wieder hoch, ne? Wir müssen die Wurzeln hochklettern. Kommt man da so hoch? Nee, oder? Nee. Aber wir haben,
Climbing Hooks dabei und wir haben auch so Kletterhaken, so Wurfhaken dabei, Enterhaken, ne? Was ist denn hier schon wieder passiert? War das früher eine Wurmhöhle und der Wurm ist hier drin gestorben, oder wie? Ein Skelettwurm. Was ist das? Hä? Irgendeine Art von komischen Kristallen. Ein bunter Baum unter der Erde. Da scheint aber die Sonne rein, ne? Deswegen wächst der hier. Also sieht alles safe aus. Ich sehe keine Tiere. Oh, es gewittert schon wieder. Da oben scheint die Sonne rein. Sieht jedenfalls so aus. Super komisch. Es ist der Nachthimmel, aber es ist doch Tag. Ich verstehe das alles nicht. Wer bist du denn? World Boss Terminal. Das ist das Terminal für Steinbjörn. Okay. Wir haben es gefunden. Der braucht 30 Rundsteine, genauso wie die anderen Worldbosse auch. Und das ist der dritte der normalen Worldbosse hier auf Fjordur. Das heißt, der wäre dann unsere nächste Anlaufstelle, glaube ich. gut, da müssen wir uns drauf vorbereiten. Da gehe ich jetzt nicht alleine rein. Ich glaube, das bringt nichts. Der dürfte ziemlich zäh sein. Weil Jotunheim auch super gefährlich ist, gehe ich davon aus, dass das mit Abstand der gefährlichste Boss ist. Wir haben ja Baylor gelegt auf der normalen Map und wir haben auch schon, wie heißen die, Hati und Sköll gelegt, die beiden Wolfies, auf Asgard. Die waren auch schon schwieriger, ne? Also die haben schon ganz gut Schaden gemacht. Also die waren schwieriger als die Biene, denke ich. Die Biene, die schien halt so super schwierig, weil wir die ja am Anfang alleine mit Tiger gemacht haben, ne? Und Tiger ist halt schon stark, aber nicht so stark. So, kommen wir hier hoch. Mal schauen. Ja, easy peasy. Gut, dann wissen wir jetzt, wo das ist. Ihr seht ja die Koordinaten oben links immer eingeblendet. Dann wisst ihr auch direkt, wo die Höhle ist. Hier gibt es keine Tiere drin. Da ist einfach nur der Schrein, um den Boss zu rufen. Das heißt, wir tigern da rein, schmeißen unsere ganzen Rechse da raus und dann zerlegen wir den, hätte ich gesagt, oder? Sollte jetzt nicht so schwer sein. Sagte er und starb einen fürchterlichen Tod, ne? Ein bisschen vorsichtig müssen wir bestimmt sein. Aber da werden wir uns einfach gut drauf vorbereiten und dann gucken wir mal. Das ist so ein Zwerg, glaube ich, ne? Den wir da zerlegen müssen. Gut, dann haben wir eigentlich die Hauptmission hier auf Fjordur geschafft. Also auf Jotunheim geschafft? Was, das sind... Das sind Tausendfüßler. Da unten ist ein Thorny Dragon. Ich verstehe die Zusammensetzung der Tiere nicht ganz. Aber sonst ist alles in Ordnung. 55er. Wieso sind denn hier so Thorny Dragons unterwegs und Mantis in der Eiswüste? Das muss mir mal jemand erklären. Und wieso ist das keine X-Variante? Ich will ein X-Thorny Dragon, bitte. Das Ding nehmen wir mal mit hier. Bisschen hochleveln, ist ja nie verkehrt. Und dann tun wir jetzt dem armen Thorny Dragon so ein bisschen weh, weil wir brauchen Levels. Jawohl. Oh, wir haben die Riverschlucht gefunden. Oh nee. Die wollte ich ja eigentlich finden, aber irgendwie auch nicht. Okay, die ist hier links. Jetzt wissen wir, wo sie ist. Wir machen mal den Mantis noch weg. Und da müssen wir vorsichtig sein. Wir haben, also Layla hat 10.000 Hitpoints. Das sind die Frostwyvern hier, ne? Die sind ja für mich, glaube ich, nicht so gefährlich. Können wir auch umdrehen irgendwie. Jawohl. Die sind dann eher für Layla gefährlich, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die mich frosten können im Sattel. Ich glaube nicht. Ich glaube, so Blitz- und Poison-Wyvern sind gefährlicher für mich. Wir können gerade nicht laufen. Na, jetzt geht's wieder. Super komisch. Ja. Ich denke, wir werden die alle vom Himmel holen, damit die uns nicht kalt machen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Titanboas. Und können wir dann... Ah, Milch können wir nur sammeln, wenn wir sie betäuben, ne? Wir sollten vielleicht noch ein bisschen Milch mitnehmen, theoretisch. Wir haben 7000 Torpor, das ist jetzt nicht so viel, ne? Aber es ist super gefährlich.
Wollen wir das riskieren? Wir haben ja die Webgun hier. Wir könnten noch ein bisschen Milch mitnehmen. Wenn wir jetzt ein Ei finden, dann kann es sein, dass wir wieder Milch brauchen. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen was. Oh, das ist ultra risky, was wir machen. Da ist nämlich ein Ei. Das können wir jetzt aber nicht nehmen. Das können wir... Nee, wir nehmen mal keine Milch mit. Das können wir irgendwann anders machen. Oh oh. Sie kommt. Nicht mehr. Oh, was machst du denn? Layla, du bist ein Fresssack. Weißt du das? Yeah. Hast du alles mitgenommen, oder? Nichts liegen lassen. Ja, genau. Gut, dann nehmen wir jetzt das Ei da mit. Ah, das sind überall Eier. ich habe echt Respekt vor den Wyvern. Wir wissen, wie gefährlich die sind. Ich lade nochmal durch. Und ich glaube, oben ist irgendwo noch eine. Ich bin mir nicht sicher. Level 100. Okay. Jetzt schauen wir mal, was uns erwartet. Hier. Das ist ein Archie. Das war eine Eule. Oho! Das ist eine. Wie viel Schaden hat die genommen? Oh oh. Können wir die beißen oder so? Ich weiß nicht wieso. Ja, wir erwischen sie hier wieder. Ich nehme keinen Schaden, also alles gut. Erledigt. Ich weiß nicht, was mit Layla gerade los ist. Die ist ein bisschen komisch. Die läuft nicht gescheit. Ach, wir sind ja auch gefrostet gerade. Wir können zwar fliegen, aber wir können nicht laufen. Oh Mann. Und vorhin wollte sie auch schon nicht gescheit laufen. Das hat mich jetzt schon wieder so ein bisschen... Ein bisschen Panik war da, ne? Hier komme ich auch nicht hoch. Also das ist alles echt komisch hier. Nehmen wir mal wieder die... Ah ja, jetzt würde ich schon wieder feststecken. Aber wir haben ja zum Glück die Kletterhaken dabei. Können wir einmal hochklettern. Nee, oder? Ah doch. No surface to climb on. Das mache ich ja besonders gerne. Geht's da hoch? Wieso? Ich will da hoch. Das ist ja super buggy hier. Ich glaube, man darf hier stellenweise nicht klettern, damit es mit den Eiern nicht so einfach ist. Aber das ist schon komisch alles. Das ist ein 95er Ei. Okay. Ich glaube, wir müssen die Eier aufessen, weil die sind super schwer. Wir können die nicht alle mitnehmen. So. Seht ihr noch ein Nest? Ich glaube, das waren die hier. Oh, da ist eine drin. Die habe ich gesehen. Die wartet schon auf uns. Die ist aber nicht böse. Die hat noch nichts mitgekriegt. 25er, die schaffen wir, oder? Schauen wir mal. Einmal haben wir sie gebissen. Jetzt bin ich gefrostet. Erwischt. Gut, dann ist das Ei wahrscheinlich auch Level 25. Das können wir uns ja sparen. Das ist eine echt coole Ice-Cave hier. Ich weiß nicht, was die Wyvern hier machen. Das ist nicht so... Das ist mir jetzt nicht so eingängig, ehrlich gesagt. Was so eine riesige Wyvern in so einer winzigen Schlucht macht, wo sie nicht mal fliegen kann. Aber gut, die fühlen sich hier wohl sicher. Oder haben sich hier sicher gefühlt, bevor wir gekommen sind. Hier wäre es natürlich praktischer jetzt mit Tiger, dann kämen wir hier besser hoch. 25er Ei. Hm. Na gut. Ich habe noch gar keinen Hunger. So. Irgendwo muss noch ein Nest sein mit einem guten Ei. Aber sieht so aus, als wäre es das gewesen. Also da müssen wir warten, bis wir irgendwann bis hier mal ein gutes Tier spawnt. Und wenn es gute Wyvern gibt, dann gibt es auch gute Eier. Das ist immer abhängig von den Elterntieren hier. Und die waren halt nicht so der Burner. Aber immerhin haben wir so ein 100er Ei. Wenn wir jetzt so eine... Hör auf, an der Decke rumzuklettern. Mann, Mann, Mann. Wenn wir jetzt so eine Ice Wyvern haben wollen, dann können wir theoretisch mal eine nachzüchten, die sogar ein bisschen was taugt, ne? Kommen wir da hoch irgendwie so? Ja. Sehr schön. Gut, dann fehlt uns aber immer noch so ein Fenrir. Das ist alles so versteckt auf der Karte. Also wir sind hier in der Nähe von dem Skelett, ne? Am besten sucht man wirklich nach Koordinaten, weil die Map ist so unübersichtlich. Da muss ich noch ein bisschen rumlaufen, bis ich mich hier auskenne. Da ist noch ein Jutier. Und ich glaube, der verschüttete Höhleneingang, den wir letzte Folge gefunden haben, das war der...
Das war der World of Warcraft Höhleneingang. Da ging es zu Arthas Schwert oder wie war das? Irgendwas war da. Ich weiß nicht mehr genau was. Das war sehr cool. Aber das hat es wohl nicht auf die offizielle Map geschafft. Was ich echt traurig finde. Oder ich habe die Höhle noch nicht gefunden. Sagt ihr es mir. Irgendwer weiß es bestimmt. Nee, falsche Richtung. Ich wollte da durch den Felsendurchgang. Komme ich irgendwie weg? Da wollte ich nochmal reingucken, da haben wir noch nicht geschaut. Dass wir jetzt die Mitte der Map quasi noch so ein bisschen untersuchen. Außen waren wir jetzt überall mal unterwegs. Aber hier in der Mitte gibt es auch noch ein bisschen was zu entdecken. Vor allem viele Bäume, ehrlich gesagt. Da ist ein Teresino. 140er Weibchen. Mit gemischten Statistiken. Alles nicht so der Burner. Da ist ein YouTube. Guck mal, was es da gibt hier. So ein Durchgang. Wir müssen noch einen weiblichen Teri mitnehmen, ne? Wir brauchen einfach einen weiblichen Teri. Ist schon fast egal, welches Level und was der kann. Ups. Das mit dem Fliegen hat wieder nicht funktioniert. Na gut, ich guck mal noch ein bisschen nach Fenriers, weil einen Fenrir wollte ich zumindest mal sehen. Die sind aber halt echt selten. Oh, ich habe hier noch so eine Ruine entdeckt. Da gibt's einen so Runenstein zu finden. Oder so einen Runenstrahl, oder wie man die nennt. Sehr cool. Hier oben auf den Felsen. Und da drüben waren wir ja schon. Das heißt, wir gehen mal wieder so zurück. Ein Stück weiter. Also wir waren fast überall, ehrlich gesagt. Da in der Mitte der Welt waren wir auch schon unterwegs. Und ich habe noch keinen Fenrir gesehen. Vielleicht habe ich einen übersehen, aber die sind echt schwer zu finden. Da spawnen, glaube ich, immer nur 2, 3 auf der Map, ne? Mehr haben wir noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe in meiner ganzen Zeit bis jetzt erst irgendwie 4 Fenrir oder so rumlaufen sehen. Das war alles noch damals auf der Modded Map. Na gut, ich glaube, wir geben die Suche nach den Fenrir erstmal auf. Wir haben die Map ziemlich abgegrast. Ich habe keinen einzigen Fenrir gesehen. Da müssen wir dann nochmal gucken. Wir kommen auf jeden Fall mal wieder. Wir müssen ja auch noch einen guten Teresino finden. Für den werden wir wahrscheinlich so ein bisschen Kippel herstellen, dass das nicht wieder ewig dauert. Und dass der gut auszähmt. Da unten ist der Weg zu dem verschütteten Höhleneingang, ne? Ich glaube, dass da war die König Arthas Höhle. Genau, da ist der verschüttete Höhleneingang. Und wir sind jetzt quasi auf dem höchsten Punkt der Map. Hier oben ist die Map zu Ende. Da ist die Grenze. Wir dürfen also nicht auf den hohen Felsen da hochklettern. Das ist echt schade. Da hätte ich gerne mal runtergeguckt. Und natürlich wäre ich da gerne mal runtergesprungen. Das ist auch immer cool. Mit Layla irgendwie so super große Felsen runterspringen. Layla hat riesige lila Füße. Ja, wir haben auf jeden Fall richtig gute Tiere hier gezähmt. Also wir werden auf jeden Fall wiederkommen auf Jotunheim und nochmal gucken, was hier so rumläuft, weil es hier einfach mega viele gute Tiere gibt. Wir haben so ein paar Eier gefunden. Wir haben so ein 100er Ei auf jeden Fall dabei. Die anderen nehme ich mal mit, da können wir dann auch wieder Kibbles draus herstellen. Die esse ich jetzt mal nicht auf, das wäre Verschwendung. Oh, das ist ein Archie. Und dann kommen wir wieder suchen nach Fenrir und machen natürlich den World Boss. Da werden wir uns jetzt drauf vorbereiten. Das ist dann der nächste Schritt, dass wir ja wieder einen etwas schwierigeren Boss angehen. Und dann bleibt da ja auch noch der Megapithecus, den müssen wir auch noch machen. Vielleicht machen wir den sogar vorher, ne? Der könnte ein bisschen einfacher sein, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist das ja ein Mini-Boss hier. Der sollte nicht so schwer sein, aber ich, so wie ich Fjordur kenne, ist der Mini-Boss schwerer als der Affen-Boss. Mal gucken, wir werden sehen. Für heute war es das erstmal. Ich danke euch natürlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hättet genauso viel Spaß wie ich. Wenn ja, lasst doch ein Like da, ich würde mich freuen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.